Im Office 2010 Blog ist zu sehen, wie einfach sich in PowerPoint 2010 ein Puzzle zusammenbauen lässt. Das hat mich ziemlich beeindruckt und danach habe ich mir die Frage gestellt, lassen sich solche Puzzleteile eigentlich auch mit Fotos füllen? Und tatsächlich, es geht. Schauen Sie selbst. In meinen Augen ist das eine geniale Technik, um Spannung beim Publikum zu erzeugen. Das Foto wird in die einzelnen Puzzleteile zerlegt und dann per Animation nacheinander wieder zusammengefügt. Damit ist der Zuschauer aktiv beim Entstehen des Bildes beteiligt. Eine wirklich schöne Sache, beispielsweise für die Vorstellung neuer Ideen, sei es nun ein neues Produkt, der neue Firmen sitzt oder gar ein neuer Mitarbeiter. Wie gehe ich nun dabei vor? Im ersten Schritt sorge ich erstmal für gut sichtbare Konturen der Puzzleteile und entferne dafür schnell mal die Füllfarbe und den Text. Dann füge ich über Einfügen Grafik das gewünschte Bild für das Puzzle ein. Bei Pixelio habe ich hier von Gerd Altmann diesen schicken Globus gefunden. Den füge ich ein und über einen rechten Mausklick lege ich dieses Bild sofort in den Hintergrund hinter die Puzzleteile. Im nächsten Schritt passe ich nun Größe und Position des Bildes an das Puzzle an. Für die Größe ziehe ich hier an einem der vier Anfasser in den Ecken und für die korrekte Position verschiebe ich das Bild einfach durch Ziehen mit der Maus. Wenn Größe und Position nun passen, schneide ich das Bild noch auf die äußeren Kanten des Puzzles zu. Dafür markiere ich das Bild wieder und gehe über Bildtoolsformat auf Zuschneiden. Und schneide durch Ziehen hier an den Anfassern die äußeren Kanten des Bildes bis zu den Außenkanten des Puzzles ab. Sobald jetzt alles passt, entferne ich das Bild über Steuerung X. Die Puzzleteile sind wieder alle gut sichtbar und das angepasste Bild liegt in der Zwischenablage. Im letzten Schritt müssen nun die vier Puzzleteile nur noch mit dem angepassten Bild aus der Zwischenablage gefüllt werden. Ich fange mit dem Puzzle hier oben links an und öffne das Dialogfeld Form formatieren. Aus der Rubrik Füllungen wähle ich die Option Bild- und Texturfüllung und klicke bei Einfügen aus auf die Schaltfläche Zwischenablage. Im ersten Moment sieht das Ergebnis noch nicht wirklich gut aus. Sobald ich aber nun hier das Kontrollkästchen Bild nebeneinander als Texturanzeigen aktiviere und bei den Anordnungsoptionen die Ausrichtung oben links wähle, ist die Bildfüllung für das erste Puzzleteil perfekt. Ich lasse nun das Dialogfeld Form formatieren geöffnet, markiere das zweite Puzzlestück und wiederhole hier die Einstellung. Ändere lediglich bei den Anordnungsoptionen die Ausrichtungen. Für das zweite Puzzlestück wähle ich oben rechts und für das dritte Puzzlestück unten links. Bei dem letzten Puzzlestück unten rechts sieht das Ergebnis zuerst nicht ganz so gut aus. Das liegt schlichtweg daran, dass diese Form beim Bauen des Puzzles einmal gedreht wurde. Wenn ich hier nun das Kontrollkästchen mit Form drehen deaktiviere, ist auch das Puzzlestück perfekt. Und das war's auch schon. Ich verändere noch schnell die Linienfarbe der Puzzlestücke und wähle zum Beispiel weiß und auch eine etwas dünnere Linie und schon habe ich als Ergebnis ein wirklich schickes Bildpuzzle. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und auch Erfolg beim Nachbauen.